Was geht schon mit hier? Welcome back, boys, zu einem neuen Video, zu einer neuen Folge Prep. Let's go, Alter, das ist schon ein bisschen her. Die letzte Prep-Folge ist jetzt, glaube ich, schon eineinhalb Wochen oder so her. Ich war ein bisschen andere Sachen am machen, auch auf dem Main-Channel am Hochladen, Jeremy Wiederkehr. Falls ihr mir da noch nicht folgt, Digga, folgt mir da. Da stecke ich viel mehr Arbeit. Also die Videos sind tausendmal aufwendiger zu machen. Die Prep-Serie ist ja einfach hier mein Training. Und ich merke gerade, wenn ich jetzt hier in den Spiegel gucke, Alter, meine Arme sind ja unglaublich dünn. Das ist bodenlos. Auf jeden Fall sind wir 37 Tage out. In 37 Tagen stehen wir auf der fucking Bühne. Alter, es fühlt sich surreal an. Es ist nur noch so eine kurze Zeit. Das ist wirklich crazy. Und ja, heute stehen Beine an. Naja, das ist nicht so geil. Aber ich habe einige Sachen, mit denen ich über euch reden will, Digga. Über die ich mit euch reden will. Genau so rum war richtig. So rum ist Deutsch. Und ja, ich habe Bock auf die Folge. Ich habe Bock auf das Training. Irgendwie, diese Prep ist so ein Auf und Ab, ist so ein fucking Gewitter. Also so ab und zu habe ich so eine Woche lang, wo ich gar keinen Bock auf gar nichts hatte. Hatte ich jetzt. Darum sind auch hier nicht so viele Videos gekommen, weil Trainings waren jedes Mal wirklich beschissen. Dann hatte ich keinen Bock. Dann war immer die Laune richtig gar nicht da. Und dann macht keinen Sinn, wenn ich ein Video mache und dann nur so da sitze. Ja, die Übung war scheiße. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Energie. Was ist denn das alles für eine fucking Scheiße? Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Das bringt nichts. Das wäre kein Ding. Darum ist jetzt auch über eine Woche kein Video mehr gekommen, aber jetzt fühle ich mich irgendwie ziemlich gut. Also ich bin erstaunt. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist was, beziehungsweise ich habe Vermutungen und über die reden wir gleich. Aber jetzt geht's ins Training rein. Ich baller mir hier noch mein Crank Pump Pro und ja, das Ganze wird sich jetzt sogar auch im Leg Day gegönnt, weil wir es einfach absolut brauchen. Ohne Crank Pump Pro läuft für mich gar nichts mehr. Crank Pump Pro ist mein absoluter Lebensretter in der Diät, also in dieser Wettkampfdiät. Und ja, by the way, im Moment gibt es 20% auf absolut alles bei ESN, eine absolut geile Aktion. Also ich würde euch empfehlen, nutzt die Aktion, holt euch eure Proteins, holt euch den Rest, den ihr noch braucht, Ashwagandha, Crank Pump Pro, Kreatin, alles mitnehmen, alles 20% Rabatt. Und mit dem Code Jeremy kriegt ihr, wie gesagt, nicht nur 20% Rabatt, sondern unterstützt mich auch maximal. Also Kuss auf die Nuss und wir starten jetzt rein mit Leg Curls. Hört sich nicht so geil an, ist auch nicht geil. Curly Curl Curl würde ich an dieser Stelle sagen. Naja, wir haben hier einbeinige Leg Curls. Die Maschine ist eigentlich sogar ziemlich geil. Also ich mache die nicht gerne, weil ich trainiere allgemein nicht wirklich gerne Beine und Hamstrings noch weniger. Und dann noch weniger Leg Curls, vor allem einbeinig, finde ich eigentlich voll beschissen. Aber ich muss fairerweise Credits rausgeben an diese Maschine. Ich glaube, das ist eine Flex-Fitness-Maschine, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie, keine Ahnung, es ist nicht angeschrieben, aber es müsste Flex-Fitness sein. Die Maschine ist gut. Also, das ist wirklich, spüre ich gut, fühlt sich gut an. Und für einbeinige Leg Curls macht sie Spaß. Also, es ist das falsche Wort. Spaß machen bei Leg Curls fühlt sich irgendwie so an, wie wenn du irgendwie, wie wenn man irgendwie was sagt über, das kann ich eigentlich nicht bringen, aber wenn man irgendwie sagt, ja, dieser, keine Ahnung, dieser Typ, der da gerade irgendjemanden umgebracht hat, der hat auch was Gutes gemacht. Der hat, keine Ahnung, viel Geld gespendet, aber davor hat er irgendwie ein kleines Kind umgebracht und zwei Tage später spendet er 2 Millionen. Es fühlt sich irgendwie falsch an zu sagen, so, er hat was Gutes gemacht, auch wenn er was Gutes gemacht hat. Weil das, was er davor gemacht hat, so schlecht ist, weil Leg Curls sind so beschissen, da fühlt sich aber falsch an zu sagen, dass die Übung Spaß macht. Aber sie ist trotzdem, ihr versteht, was ich meine. Bitte schneidet das jetzt nicht aus der Kontext und cancelt mich damit. aber Satz 1. Ugh.
13, okay, Digga, das war gut, beschwere ich mich nicht. Das ist nice, das ist gut. Oh, andere Seite. Hey. Come on, ich muss ein bisschen. Okay. Let's go. Wir haben die 13 auch auf der zweiten Seite hingekriegt. Und da ist natürlich immer mein Ziel, ich starte mit der schwächeren Seite und mache danach die stärkere Seite. Und mit der schwächeren Seite mache ich 13 Reps und muss ich mit der anderen Seite auch 13 Reps schaffen. Also mit Seite 2 muss ich gleich wie mit Seite 1, weil sonst ist es schlecht. Sonst ist dann irgendwann doch die schwächere Seite dann die stärkere Seite. Und die stärkere. You get what I mean, wenn wir hier auf internationaler Boss tun wollen. Gut. War gut, Alter. Ich bin sehr zufrieden mit dem. Was ich aber jetzt hier in der Diät merke, dass ich mache, ist, ich senke das Gewicht und mache mehr Reps. Einfach, um die Verletzungsgefahr zu minimieren jetzt hier. Weil eine Verletzung und wir sind out. Eine Verletzung und diese Prep ist gelaufen. Der Wettkampf ist verkackt. Wir sind raus. Wir können nächstes Jahr nochmal probieren. Dann ist einfach vorbei. Das ist einfach vorbei. Eine Verletzung. Und deswegen Risiko extrem minimieren. Lieber mal ein, zwei Reps mehr machen, dafür das Gewicht senken, Ego zu Hause lassen und ja, alles geben, Digga. Und ja, das ist halt wirklich auch, was wir machen. Und das ist nicht nur, was ich auch preache und euch sage. Ich sollte das auch im Aufbau machen, im Bulk machen. Nur habe ich darauf keinen Bock. Also ja, aber in der Diät ist es wirklich extrem wichtig, weil man ist da auch anfälliger, weil man halt weniger Kohlenhydrate hat, weil der Körper weniger Energie hat und da auch zerbrechlicher ist, so wie. Ja, Mann, Curls geschafft. Jetzt geht's weiter mit noch mehr Curls. Was eine Scheiße. Ach, Mann, ja, aber jetzt geht's weiter hier mit sitzenden Curls. An dieser Gym 80 Maschine ist eine Oldschool Maschine. Also wirklich ein sehr geiles Ding. Und hier wärmen wir uns gar nicht auf, sondern wir gehen nämlich direkt an den Arbeitssatz ran, einfach um uns Kapazitäten zu sparen, weil die Beinbeuger sind jetzt schon zu 100% warm von den Curls, die wir gerade gemacht haben, für die Curls. Also können wir uns den Aufwärmsatz komplett sparen und gehen direkt an den Arbeitssatz ran. Wir haben hier 70 Kilo. Ja, viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Ist einfach festhalten und die Beine zusammenziehen, so curlen. Also, naja, ich würde zwar lieber Bizeps-Curls machen, aber heute stehen Leg-Curls an. Naja, was soll's. Let's go. Ugh!
Okay, das war gut. Okay. Ja, gut war es wirklich. Meine Beine sind jetzt tot. Aber die Curls hier sind viel geiler, weil die machen aber viel mehr Spaß, weil da kann man ballern, da kann man sich so schön reintun, reinquetschen, so wie, also man hat gute Stabilität auch durch dieses Polster, wo man so runterdrückt, dann kann man noch so drücken, ist sehr stabil und kann einfach nur curlen, also da bin ich euch ehrlich, mache ich eigentlich sogar noch gerne. Boah. Jetzt ist noch ein Satz. Okay, da geht nicht mehr. Da geht nicht mehr, Alter. Oh. Okay. Das war aber auch gut, Alter. Ich bin zufrieden. Ich bin wirklich überrascht, wie gut das Training heute läuft. Das ist das beste Beintraining in Wochen. Ungelogen, 100%. 100%. Das ist geil. Das ist gut. Das ist sehr gut. Weiter geht's hier mit der Pendulum Squat. Pendulum Squat, eigentlich eine ultimativ geile Übung. Nur bin ich jetzt schon komplett tot nach diesen zwei Beugerübungen, dass ich da, und ich habe, also ich habe gar keinen Bock. Ich habe wirklich keinen Bock mehr, ich bin tot und am liebsten würde ich jetzt schon nach Hause gehen. Ihr wisst, ich bin immer real mit euch, ich hole nicht rum, es ist einfach so. Und weil ich wirklich keine Energie mehr habe, gibt es jetzt für mich Aminos. Nur zum Teil, weil ich keine Energie mehr habe, aber vor allem gibt es ja immer, damit ich die Gains nicht verliere. Weil in der Prep ist halt, die Verdauung geht schneller, es ist alles viel schneller weg, viel schneller verbraucht, die ganzen Carbs vor dem Training, aber auch die Proteine sind sehr schnell verdaut, weil da aber nicht so viel da ist zu verdauen. Daher ist es sehr wichtig, dass wir unsere Proteins erstens mal allgemein hitten und zweitens auch gegen Mitte, Ende vom Training dann nochmal ein bisschen nachhelfen. Da sind die Aminos halt einfach optimal, weil wir da ein tolles Aminosäurenprofil haben, Leucin etc. Und ja, das ist halt einfach wichtig und es gibt auch noch ein bisschen extra Energie und diese bisschen extra Energie brauchen wir auf jeden Fall jetzt für den Rest vom Beintraining. Wir sind zwar gut eingestartet, aber jetzt schon ziemlich weg. Und by the way, der Geschmack Cola bei den Aminos, absolut geil. Allein dieser Taste gibt mir schon gefühlt Energie, das ist wirklich, boah, komm on, Alter, ich muss mich zusammenreißen, ich muss mich wirklich nochmal zusammenreißen und die Scheiße ballern, Alter, wir haben hier 40 Kilo drauf. Das hört sich noch wenig an, glaub mir, bei einer Pendulum Squat ist nicht wenig. Das ist ungefähr so viel wie 120 Kilo auf einer normalen Hack Squat oder bei einer normalen Kniebeuge. Und da ist 120 schon ein bisschen mehr, vor allem weil ich unter 70 Kilo jetzt wiege. Ziel ist einfach im besten Falle nicht zu sterben, das wäre noch toll. Und vielleicht auch mehr als zwei Reps. Oh. Come on! Fokus. Alter, ich sehe Sterne. Boah. Ungelogen, ich sehe wirklich Sterne. Boah. Boah, das habe ich getan. Das war gut. Fuck. Ich will nicht nochmal. Ich will nicht nochmal. Ah!
Okay. 6 Reps, Alter. Ich bin glücklich. Die Platte hat sich verpisst, das heißt, beim nächsten Satz mache ich 10 Kilo weniger. Okay. Oh, fertig, Alter. Es tut alles weh. Fuck. Wir exposen hier jetzt ein bisschen die Beine, denn das sollte, wenn ich mich nicht komplett täusche, ziemlich krass aussehen. Definitionsmäßig, weil der Körperfett ja langsam schon ein bisschen geringer ist. Was wir nicht nur in der Definition merken, sondern auch in meinem Energielevel, was ungefähr bei minus 2,8 ist. Von 2, also wir sind über dem Minus. Ich halte meine Fresse, weil da kommt eh nichts mehr raus. Am Anfang hatte ich noch ein bisschen Energie. Ich habe gehofft, dass es durch das Training hält. Hat's nicht. Ja. Extensieren die Beine, drücken, was auch immer, scheiß auf. Es ist so pain, Digga. Weil die Energie fehlt einfach komplett von dieser Energie. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich sehr ein energetischer Mensch mit ADS und so, was wirklich hibbelig ist und so, diese Energie. Und ich liebe es auch, dass ich das eigentlich bin. Aber hier jetzt in der Prep, da ist gar nichts mehr davon zu sehen. Das hätte ich jemals irgendwie Energie gehabt. Nee, das existiert nicht. Ich bin einfach ein toter Mensch mit, ja, mit nichts mehr, Alter. Oi. Ich könnte jetzt einschlafen, Ulung. Ich könnte hier einfach jetzt einpennen. Trotz den ganzen Gymgeräuschen, Musik, alles, scheißegal. Ich könnte jetzt hier so den machen und erwecken. Mit 10 Stunden durchpennen. Ja, keine Ahnung, wie das aussieht irgendwie. Ich habe hier keinen Spiegel, naja. Aber die Beine sind auf jeden Fall leaner werden. Also sie sehen krass und krasser aus, jedes Training. Jetzt, wo wir natürlich einen Pump haben, ist die Definition raus. Das ist nicht mehr das da. Alter, irgendwas ist da nicht gut.
Irgendwas ist bei der Übung nicht gut. Ich spüre dich hier irgendwie in meinem Gelenk oder so. Ich weiß es nicht, was es ist, aber es ist nicht gut. Und wenn sich etwas nur ein bisschen nicht gut anfühlt, machen wir da nicht weiter, weil Risiko, wie gesagt, wenn ich mich hier nur ein bisschen verletze, bin ich gefickt. Und zwar wirklich, und zwar so richtig, so alle Wettkämpfe, alle kann ich abblasen. Daher probieren wir mal mit weniger Gewicht, ob wir das auch da hier so spüren. Nee, wir spüren es nicht. Ganz gering bei der äußersten Position. Wir machen die Übung heute nicht. Ich werde das jetzt besprechen, mit mehreren Leuten anschauen. Also einmal Leute, die ich weiß, die sie auskennen. Darunter auch Johannes, wo ich jetzt telefonieren werde und anschauen werde, was kann ich da machen, was ist das, an was liegt das, was kann ich ändern, damit das nicht vorkommt. Aber an dieser Stelle will ich auch nochmal wirklich ganz klar aussprechen, wenn ihr bei einer Übung irgendwo Schmerzen habt. Und natürlich habt ihr bei irgendwelchen fucking Squats Schmerzen in den Quads, weil es weh tut, weil es schwer ist. Das meine ich nicht. Wenn ihr irgendwo Schmerzen habt, in einem Gelenk oder wo ihr sonst was nicht spürt, was ihr dann spürt, macht nicht weiter, seid nicht so unglaublich dumm, wie ich schon genug oft. Ich habe bis jetzt zwar immer Glück, dass ich mich nie ernst verletzt habe, aber es ist es nicht wert, das Risiko. Auch wenn das Risiko nur ein einziges Prozent ist, ist es trotzdem nicht wert. Die Übung für den Tag mal abhaken, ey, hat nicht geklappt, okay. Wir gucken an, was kann man da ändern, wie können wir das in Zukunft besser machen, können wir die Übungen austauschen, können wir bei der Übung irgendwas ändern und dann kann man weiterschauen, aber nicht einmal nur auf dumm, ich habe die Übung jetzt in meinem Plan, jetzt muss ich sie machen und jetzt habe ich mein Bein kaputt gemacht, jetzt kann ich für ein halbes Jahr nicht mehr laufen und nicht mehr trainieren. You don't want to be that guy. Du willst nicht dieser Typ sein, dem das passiert. Aber so traurig bin ich darüber gar nicht, weil ich hatte eh keinen Bock auf die Übung. Aber ich bin euch ganz ehrlich, es ist nicht irgendwie skippen. Weil auch hätte ich unglaublich Bock auf die Übung oder hätte ich gar keinen Bock auf die Übung, ist scheißegal. Ich mache sie nicht, weil wie gesagt, fühlt sich nicht gut an. Wir gucken es an, beim nächsten Mal kann ich die Übung hoffentlich machen. Jetzt geht's zum letzten, was heute ansteht, Waden. Darauf habe ich nicht mehr Bock. Ja. Es ist sogar die Maschine, die wir benutzen haben wollen, besetzt. Das. Geil, cool, toll, freut mich selbst. Ey, ich muss. Ey. Mein, wirklich, also es tut mir leid, dass ich so down bin. Ich habe einfach keine Energie für gar nichts mehr. Aber ich freue mich aufs Post-Workout-Meal. Alter, das ist mein größtes Problem bei Waden, ist, dass ich da wegrutsche mit meinen Schuhen. Ich rutsche immer von dieser Plattform weg, aber die Maschine hier ist unglaublich gut. Also man kann, also wirklich, ich mag Wadentraining nicht, gar nicht, aber diese Maschine ist ultimativ gut. Also es ist wirklich von der Konstruktion, von wie die Leute, die das gebaut haben, das durchdacht haben, wie es ist für den Muskel, ist einfach perfekt. Außer, dass meine Füße abrutschen. Aber ich glaube, das ist irgendwie so ein Ich-Problem, nicht ein Maschinenproblem. Ah.
Nein. Okay, okay. Also ich kann euch eins sagen, das wird zu einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit das letzte Beintraining, welches ihr aus meiner Vorbereitung sehen werdet, sein, welches ihr aus... Ich probiere es nochmal mit Deutsch. Ich bin euch ganz ehrlich, es wird wahrscheinlich das letzte Beintraining sein, welches ihr aus meiner Wettkampfvorbereitung sehen werdet. So rum. Weil allgemein jetzt in der Diät hasse ich es, während dem Training zu reden, weil mich das Energie kostet. Ich gehe gern rein, rede kein Wort mit niemandem und gehe raus danach, wenn ich fertig bin. Vor allem beim Beintraining. Ich habe heute irgendwie die Motivation gefasst, dieses Training zu vloggen, weil ich hatte richtig Bock drauf, ich hatte richtig Energie davor. Ihr habt es gemerkt, nach der zweiten Übung, dem vierten Satz oder so, ich war weg. Ich war komplett tot. Und jetzt, ja, es ist halt heavy in der Diät, aber dafür könnt ihr euch auf geile Videos nach der Diät freuen. Und vielleicht kommt auch mal ein Nicht-Lag-Day, wo ich dann zwar nicht so viel reden werde wie früher im Aufbau, aber vielleicht auch nicht komplett tot bin wie jetzt. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Alter, ist das eine Scheiße. Ich hasse Bauchmuskeln. Jetzt kommen wir aber zu dem Teil, wo viele von euch denken, dass ich gerne mache, dass man gerne macht in der Wettkampfprep, weil man macht das Ganze ja auch besser aus Versehen und dann gucken sie sich doch gerne im Spiegel an. Wir machen nämlich jetzt Posing. Ha, kleiner Newsflash. Ja, man guckt sich ab und zu gerne im Spiegel an, aber Posing, glaub mir, nee, macht keiner gern, es ist beschissen. Ich hasse es auch, weil es einfach anstrengend ist, es ist nicht cool, es ist nicht toll, es ist nicht, yay, ich kann posen und kann mich selber angucken, sondern das ist anstrengend, das kostet Energie, ich habe keine Energie, ich will nicht mehr. Aber gemacht werden muss es trotzdem, weil wenn wir uns auf der Bühne schlussendlich nicht genug gut präsentieren können, verlieren wir. Also, ihr könnt euch vorstellen, jemand mit mehr Muskelmasse, der leaner ist, aber sich nicht präsentieren kann und die Doppelbizeps dann irgendwie so aussieht, ja, der wird verlieren gegen jemand anderen, der weniger Muskeln hat, vielleicht sogar die schlechtere Genetik hat, aber richtig posen kann und sich richtig zur Schau stellen kann. Und darum gibt es jetzt Posing. Wir gucken darunter natürlich auch noch direkt die Form an, worauf ich aber gespannt bin, um ehrlich zu sein. Also ich freue mich zu sehen, selber so, also bin ich euch ehrlich. Ist geil, weil vor allem die Pumps sind auch noch ein bisschen da, jetzt haben wir Beine, also doch nicht, aber ja, das. Aber das Posing dann selber an sich, das ist nicht geil. Also für euch hoffentlich schon. Naja, mal schauen, wie ich es für euch darstellen kann, sodass es für euch nice ist. Okay, let's go. 3, 2, 1, wir gehen, also warte, zuerst bevor ich irgendwas mache, wir gehen die Grundstellungen durch. Grundstellungen, bam, bam, bam. Und dann machen wir noch 2 oder 3 Basic-Posen, wenn nicht. Also, wir stellen uns jetzt vor, wir gehen auf die Bühne. Hallo meine lieben Freunde, hallo auf der Bühne. Ich habe dafür mich für ungefähr 10 Wochen gequält. Hallo, cool, dass ich jetzt für 5 Minuten dastehen darf. Toll. Okay, Posen. Front relaxed. Call the turn to the right. Call the turn to the right.
Call a turn to the right. Call a turn to the right. Double biceps. Side chest. Side triceps. Back double biceps. Lat spread. Abs and thighs. Most muscular. Lat spread. Oh, okay, gut. Jetzt haben wir ein paar Sachen gemacht, Alter. Eigentlich mache ich oftmals noch eine zweite Runde. Ich kann nicht mehr, ich bin komplett tot, alles tut weh. Aber, ja, ihr seht, die Shreds kommen sehr gut durch. Ihr habt in den ganzen Posen. Ich kann nicht mehr posen, Alter. Meine Energie ist raus. Meine Energie war schon draußen, bevor ich überhaupt, nach der zweiten Übung. Aber die Striations auch in der Schulter und so. Ich bin mit der Form sehr zufrieden. Ihr könnt mir auch sehr gerne eure Meinung zu der Form in die Kommentare schreiben. Und es tut mir leid, dass ich so energielos bin. Und ich weiß auch nicht, wie geil das schlussendlich wirklich für euch ist. Aber ich lade dieses Video jetzt auch... Ciao! Ich lade dieses Video jetzt auch zu einem großen Teil für mich selbst hoch. Damit ich auch auf diese Zeit zurückblicken kann. Weil wenn ich jetzt sagen würde, Alter... Da poste ich gar nichts von der Zeit, wo es jetzt nicht so geil ist. Dann würde ich das in der Zukunft bereuen, weil auf genau diese Momente will ich zurückblicken. Genau diese Sachen will ich auf Video haben, will ich auch mit euch teilen, damit ihr... Weil jeder kann die guten Zeiten, jeder kann die schönen Zeiten zeigen und allen schön unterjubeln. Oh, ich sehe so cool auf der Bühne aus. Oh, in der Offseason geht es mir so gut. Oh, ich habe jetzt diesen Cheat Day gemacht oder dieses Meal nach der 6 Wochen... absolut sterben und das ist so toll und oh, Leben ist so schön, aber ich finde den Teil hier zu zeigen, mache ich eigentlich nicht so gern, einfach weil ich auch für euch so eine Motivation sein will, was Positives für euch sein will oder auch so ein Video posten will, worauf ihr so guckt, so Alter geil, jetzt ist wieder ein neues Video online, wieder geile Stimmung, geiler Mut, wieder ballern, das gucke ich mir gerne an, aber ja, das gehört auch dazu, das zeige ich euch auch, verheimliche ich das nicht und ja, genau, das war's jetzt heute. Folgt mir auf jeden Fall sehr gerne auch bei Jeremy Wiederkehr rein. Also der YouTube-Kanal heißt Jeremy.Wiederkehr. Da kommen nämlich so normale YouTube-Videos bzw. Edited Videos. Da stecke ich extrem viel von meiner Freizeit rein, weil ich mache das alles selber. Ich war unter Produktion bei gewissen Leuten. Und ja, ich habe mich davon getrennt, weil ich einfach meine Sachen lieber selber mache. Das sind gewisse Sachen dann... halt gekommen, wo ich selber nicht dahinter stehe und wo ich sage, Alter, nee, da bin ich eingeschränkt, da wird das und das wird von mir verlangt und das darf ich nicht und habe ich das gekündigt, also habe ich das gekündigt, habe ich mich von der Produktion getrennt, mache meinen Scheiß jetzt selber, bin dafür halt 14, 15 Stunden am Tag am Arbeiten, halt Bodybuilding Prepper machen. Dann die YouTube-Videos am Schneiden, für Insta habe ich auch noch einige, was ich schneiden muss. Dann kommen noch Snapchat, TikTok, bla bla bla. Ihr kennt ihn, ich bin viel am Arbeiten auf jeden Fall, aber ich mache das sehr gerne für euch. Ciao. Wie geht's? Gut, sauber. Au, au, tot, Freitraining durch. Fertig. Ja, endlich. Also ja Leute, da wurde ich kurz unterbrochen, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ist eigentlich scheißegal, das war's von mir heute. Ich hoffe, ihr habt
bei dem Video mindestens was mitnehmen können und der Anfang hat euch vielleicht halbmäßig gefallen. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Video. Ich habe keine Ahnung, wann das sein wird. Folgt mir auf Insta, da hört ihr mehr von mir, Digga. Jeremy. Punkt Wiederkehr. Ich bin tot und muss pissen. Peace out.